herzlich willkommen zu Ninjas on Tour. Ich, Carsten, und mit mir sind hier der Hagi. Hallo. Und der Jens. Mahlzeit. Und wir wollen heute uns ein bisschen in Diablo 3 stürzen, gemeinsam dem Hexenkönig auf die Schliche kommen. Und dafür habe ich mir einen Hexendoktor erstellt. Der Jens wird einen Zauberer spielen und der Hagi einen Mönch. Und Hagi hat doch schon gescheatet, ich sehe, er ist schon Stufe 2. Ich bin der Hardcore-Cheater. Hardcore-Cheater. Wir sind uns nicht ganz sicher, wir haben es noch nie gemacht. Ich werde jetzt einfach mal auf Spiel starten drücken und wir hoffen mal, dass wir so ins Spiel reinkommen. A new recruit has joined my party. Ich bin da, ich sehe Hagi, ich sehe Jens. Das funktioniert. Ich sehe euch alle. Ich bin begeistert. Na, der Ninja-Star macht seinen Namen schon mal alle Ehre. Ich habe... Oh, bei mir ist es... Lautstärke runter. Ja, bei mir nämlich auch. Bei mir ist es ganz schön laut. So, ich denke mal, jetzt müsste es besser sein. Gerade wenn diese Zauberstöße da rauskommen, die sind ja ganz schön heftig. Also ich muss zugeben, als ich hier das erste Mal ins Spiel reingekommen bin, da dachte ich schon, oh, Grafik habe ich mir jetzt eigentlich mehr erhofft. Wie ging euch das, als ihr das Spiel das erste Mal gestartet habt? Ach ja, ich habe es eigentlich schon so in die Richtung erwartet, weil ich kannte ja schon die Screenshots und so und man hat ja schon den ein oder anderen Diablo-Video gesehen. Und man kennt ja auch das Motto von Blizzard, wir wollen so allen möglichen Maschinen zum Laufen bekommen. Also mich hat es ein bisschen was ernüchtert. Die Bandbilder in den Zeitungen und wo es vorgestellt wurde, sahen eigentlich etwas besser aus. The fallen star has upset the balance. Captain Rumford, more dead are coming. We can't open the gates until we drive them back. Hat jemand von euch die Quest angenommen oder ist es jetzt automatisch passiert, dass das Event Könnte sein, dass ich wild geklickt habe. Aber was man sagen muss, ist, dass das alte Battlefield, wollte ich sagen, Diablo-Feeling ist direkt wieder da, ne? Man klickt sich wild durch die Monster. Das funktioniert noch genauso früher. Ja, fast. Man braucht eben nicht mehr klicken, man kann auch einfach halten. Oh, das ging damals auch. Zumindest in Diablo 2 bin ich mir sehr sicher. Das habe ich mir nämlich irgendwann angewöhnt. Ich habe ja Diablo 2 nicht arg großartig gemocht. Oh, hier ist wieder was Neues im Gegensatz zum Singleplayer. Die Flaggen stehen. Die Flaggen, genau. Ach, das heißt, man kann sich automatisch zu einem Mitspieler teleportieren. Klasse. So, dann müssen wir erstmal hier rein. Na? Ja, das ersetzt natürlich jetzt so ein bisschen die Stadtportale von damals, die man da ja wirklich stellen musste, um dann durchzugehen. Jetzt im neuen Diablo 3 teleportiert man sich direkt bei Benutzung, ohne dass man dann in ein Portal steigt. Es ist ein bisschen wie ein Ruhestein in World of Warcraft. Habt ihr schon das Buch entdeckt, was in Leas Zimmer liegt? Gibt ein paar Erfahrungspunkte, wenn man das benutzt. Echt? Lass mal einen Hagi mal benutzen, weil er nimmt auf. So. Hier vorne auf dem Tisch. Also ich hab's schon. Ach, das kann jeder benutzen? Okay. We've been under siege for 6 days now. Uncle Deckard is still missing. Captain Rumford and the others are losing hope. So, es gab jetzt auch wahrscheinlich euch auch das erste Level up. Das heißt, wir können jetzt das erste Mal für unsere rechte Maustaste einen neuen Angriff erlernen. Bei mir ist das mit meinem Hexendoktor Umklammerung der Toten. Kann ich Hände aus dem Boden hervorrufen, die nach den Gegnern greifen und sie verlangsamen. Werden wir sicherlich gleich in Aktion sehen. Was hat Hagi bekommen? Ich hatte den ja jetzt schon vorher, da ich ja schon vorgecheatet habe. Ich habe den Chuck Norris Roundhouse Kick, also den hier.
Ah ja, genau. Trifft mehrere Gegner. Und der Jens hat einen Eisstrahl bekommen. Ich bin sehr gespannt, ob der Bonk hier heißt, etwas stärker geworden ist, weil in der ersten Fassung, wo ich ihn gespielt habe, war er sehr schwach. No, ich habe erst vor zwei Tagen war das. Jetzt habe ich die Beta mit dem Monk gespielt und ich fand ihn jetzt eigentlich nicht besonders schwach. Ich bin eigentlich sehr gut durchgekommen. Also ihr kennt mich ja, ich wähle ja Charaktere nach ihren Eigenschaften aus. Ja, was hast du gewählt? Die bauchfreie? Die bauchfreie. Klasse. So. Hörst du dir das etwa an? Ja, das ist ja... Das ist ja schon Level 3. Das nehmen wir. Na? Da fehlt noch einer. Ja, ich musste noch den Ton auf 5% runterstellen, damit ich noch was höre. Ah, okay. So, da ist jetzt nicht etwa meine Arme. Die verschiedenen Angriffseffekte, die gefallen mir zum Teil schon recht gut. Das muss ich sagen. Außerdem, es wirkt auch alles so schön stimmig. Also, ich finde es sehr schön. Ich werde hundertprozentig einige Stunden jetzt in Diablo 3 versenken. Nicht nur, weil ich denn das jetzt über den Jahrespass gekauft habe, sondern... Ich glaube, durch die schon bessere Grafik macht es jetzt schon einiges gut, was es damals bei mir kaputt gemacht hat, weil, sorry, also 640x480, das geht halt nicht. Ja, und ich weiß, Lord of Destruction hat 800x600 gehabt. Egal. Ja, es geht auch mehr. Ach, naja. Da gab es ein paar Tricks, womit man die Grafik noch hochschrauben konnte, also zumindest die Auflösung. Ach. Jens und ich haben es Ende letzten Jahres noch das letzte Mal gespielt. Ja, aber das kommt jetzt 12 Jahre zu spät. Also mein Eisstrahl ist auf jeden Fall mit einem Standard leer. Ach, der Kick ist so geil. So, sollen wir mal kurz hier losgehen? Ach, hier vorne ist noch. Hier liegt Geld. Huggy, nimm deine Nahkampfwaffen. Modriger Keller. Das könnte auch bei mir im Haus sein. Oh, das fängt aber nicht beim Keller an. Wer mal mit dem Jens umgezogen ist, der hat alles gesehen. Also bei mir steht ja jetzt alles auf Englisch. Deswegen bitte nicht wundern. Nachher beim Video gucken. Bei mir ist sehr schön, es gibt ja immer so einen Knopf bei Diablo, wenn man den drückt, sieht man alle lootbaren Items. Und das ist bei mir jetzt auch gerade der Push-to-Talk-Knopf fürs TS. Schön, dass man auf jeden Fall anderen Leuten das Loot wegschnappen kann. Na, wo seid ihr jetzt? Na, wir müssen ja die Straße jetzt hier hoch. Welche Klassen habt ihr jetzt schon gespielt? Und das ist jetzt meine erste. Ich hab vor... was war's? Vor 2 Monaten, glaube ich, war das circa. Ich habe alle gespielt. Okay, Jens, und welcher hat am besten gefallen bisher? Magier. Erstens mal meine Lieblingsklasse in fast allen Spielen, war aber auch einer der stärksten, obwohl man sagen musste, der Hexendoktor war nochmal einen Tick stärker, allein durch seine beschwörbaren Monster, durch seine relativ starken Angriffszauber war das ein sehr flüssiges Durchspielen. Boah, ich krieg schon wieder den totalen, ich sammle alles Auftrieb.
Das Schöne ist ja, dass man mit den Klamotten auch zum Teil wirklich auch Sachen anstellen kann, außer sie zu verkaufen. Da können wir ja nachher nochmal drauf kommen. Hier vorne ist noch ein feuchter Keller. Wollen wir schnell reingehen? Auf jeden Fall. Alles mitnehmen, was Erfahrungspunkte gibt. Ein Event, das ich bisher so noch nicht in dem Spiel gesehen habe, obwohl ich jetzt auch schon alle Klassen mal mindestens auf Stufe 4, 5 gespielt habe. Ja, der Zauberer war damals ja richtig stark. Ne, mit Ice Orbs, das weiß ich, den habe ich in unseren LAN-Sessions immer sehr, sehr gerne genommen. Da war der ganze Bildschirm immer mit diesen kleinen Eiskugeln voll. Aber ich muss sagen, tatsächlich mir der Magier bisher mit am schlechtesten gefallen hat. Also ich fand die beiden Nahkämpfer sehr nett, den Barbar und den Mönch. Wobei mir der Mönch noch ein bisschen mehr gefallen hat, weil das Tempo einfach sehr, sehr cool ist von ihm. Aber ich fand auch den Hexendoktor schon sehr interessant. Ich kriege jetzt nachher eine neue Fähigkeit, wo ich so kleine Kübel werfen kann, in denen ganz viele kleine Spinnen sind. Und das sieht schon sehr cool aus. Das ist halt nicht eine Attacke, die macht man einmal und dann lässt man die Spinnen wirken, sondern man wirft halt immer mehr Kübel und mehr Kübel. Und ja, für mich als kleinen Arachnophoben ist das wirklich sehr nett. Ich stelle noch gerade mal eben was ein. Okay. Und zwar, was auch jetzt gegenüber 2 interessant ist, man kann sich auch die Damage-Zahlen anzeigen lassen. Ach, so einer bist du also. Ja, das ist ja immer gut für den Epin. Und man kann sich auch mittlerweile die Lebensbalken der Monster anzeigen lassen. Der eigenen Mitspieler. Das ist sehr nett. Der Mensch, der bekommt nachher eine Fähigkeit, ich weiß nicht, ob das wieder bei den anderen Klassen ist, der nicht nur sich, sondern auch die Mitspieler heilen kann. Das habe ich ein bisschen was in der Demo vermisst, solche Fähigkeiten, dass man tatsächlich auch so als Supporter im Hintergrund als Heiler tätig sein kann. Ist aber auch vielleicht einfach nicht das Spiel dafür, dass man es genauso spielt wie andere MMOs. Es ist ja auch kein MMO, sondern eher ein Hack'n'Slayer als ein Rollenspiel. Und wenn man an Diablo mal denkt, an die Vorgänger, da war mit Heilen ja jetzt auch nicht so viel los. Es gab den Paladin. Heilen heißt ja eigentlich nur, ich habe jetzt gerade keine Zeit, Damage zu machen. Den haben ja auch die meisten als Hammerdien oder sowas gespielt. Ein vollwertiger Heiler war das ja jetzt nicht. Combo Breaker. Nein, das nicht, aber ganz am Anfang gab es durchaus ein paar Leute, die gedacht haben, ich nehme mal die Heilaura und schmeiß die als Standard an. Das ging zumindest leicht in die Richtung eines Heilers. Der aber weiß, dass er einfach 200 Heiltränke nehmen konnte. So, ich glaube, hier haben wir jetzt alles geplättet. Aus Versehen nebenbei diese Hexe gekillt, die wir erledigen mussten. Ganz aus Versehen. Ja, und schön zu sehen, die Wegpunkte aus den Vorgängern, die gibt es immer noch. Oh, jetzt könnt ihr mir mal kurz weiterhelfen. Man ist doch ein Level aufgestiegen, bekommt man jetzt nicht noch eine zusätzliche Fähigkeit? Unter Skills, mal schauen. Ah, da, ich habe einen Defensiv-Skill. Also ich bekomme meinen nächsten Kram ab Stufe 4. Ne, stimmt gar nicht. Ihr müsst. Ne, doch, Stufe 4. Ja. Ich habe schon bei 3 etwas Neues bekommen, und zwar dass der, wie nennt es, der Primäre. Müsste nicht bei dir auch sein, Carsten. Ah, zu schnell weggeklickt. Die Spinnen, von denen ich eben gesprochen habe, läuft. Das wurde mir dann tatsächlich nicht mehr angezeigt. Was ist denn? Wo kommt ins? Ah, ich sehe schon. Das erinnert mich an die Blitzaura, die in Teil 2 diverse Gegner hatten, wo wir dann immer fluchend wieder weggelaufen sind. Das waren immer die beschissensten Gegner. Die gibt es Gott sei Dank natürlich hier auch noch. Gott sei Dank.
So, wo soll es als nächstes hingehen? Ich geh mal kurz verkaufen. Gute Idee. And it is written. Got a right good bunch of things for you this fine day. Verkaufen ist Rechtsklick. Ganz klassisch. Mal habe ich noch gar nichts angezogen. So, und jetzt sagt uns die Quest, wie wir den Wegpunkt Back to the Old Ruins benutzen sollen. Hat sich da jemand bei uns angeschlossen? Ja. Ja, die werte Dame hat uns gerade das Tor geöffnet. Da sind jetzt auch meine kleinen Spinnen. Weg! Ah, Moment, hier oben ist immer noch was. Ja, zumindest eine Kiste oder so. Den Heiltrank, das hat sich gelohnt. Ich bedenke, wie viel Heiltränke ich bisher in der Demo benutzt habe, hat sich das nicht wirklich gelohnt. Ich glaube, ich habe aus Versehen mal angenommen. Aber es ist auch mittlerer Schwierigkeitsgrad, da erwartet keiner Wunderdinge von. Look, a hidden cellar. Follow me. Jetzt ab in den Keller. Und sobald jetzt jemand den Gegenstand hier benutzt, den Kessel umwirft. Genau. Ja. Das sind einige Stimmen. Ja. Ein Kurzbogen und eine Schärpe. Kann es sein, dass für jeden eigene Items fallen? Ja, das habe ich auch vorhin gemeint, dass man niemand dem anderen die Items wegklauen kann. So, jetzt habe ich zum Beispiel einen Dolch. Der wäre doch eigentlich was für dich, Hagi. Ah, ich habe jetzt zwei ganz tolle Schwerter schon drin. Moa. Die sind echt klasse. Aber ich kann dir auch nicht geben, ne? Here's the key and my mother's journal. Hm. Ich weiß nicht, kannst du ihn vielleicht rausfallen lassen, aber dann sieht er das vielleicht doch nicht mehr. Also ich sehe jetzt den durch. Ah, jetzt sehe ich ihn auch. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, genommen. Jetzt habe ich ihn. Ja, doch, den könnte ich vielleicht mal probieren. The shadows close in on Tristram once again. But like Aiden, I'll be. Was du mal kurz zeigen könntest, die Fertigkeitenmenü. Dass man jetzt im neuen Teil halt wirklich nur bei Primär, Sekundär bestimmte Fähigkeiten hat, die man da auswählen kann. Früher war es ja so, dass man einfach auf die Maustasten, ja, jede Fähigkeit, Stadtportale, was weiß ich, alles definieren konnte. Und das geht jetzt halt im dritten Teil nicht mehr, sondern da hat man fest definierte Angriffe für jede Maustaste und für jeden Hotkey quasi. Ja, ich zapp jetzt gerade hier mal durch das Menü durch. Da kann man jetzt mal die ganzen Fertigkeiten sehen, die ich auf der linken und rechten Maustaste habe und noch bekommen werde. Hier mal die Defensivsachen. Hier den Blind, den ich jetzt schon bekommen habe. Ah ja, und hier sieht man auch, da ist die Fähigkeit, die du vorhin erwähnt hast, dass man sich selber und seine Mitspieler heilen kann. Gut. Das andere kann ich noch nicht anklicken, das ist alles noch gelockt. Jo. Dann lasst uns mal weitergehen. Okay, wir müssen. Oben hat sich jetzt ein neuer Weg aufgemacht. Also ich habe noch gespielt, als wenn die Fertigkeiten nur oben in der Stadt ändern konnte. Jetzt jederzeit fällt mir besser. Oh, man ist deutlich flickbar, ne? Es gibt jetzt ja auch wieder Gegner mit diversen Resistenzen. Und wenn man da halt eben mit dem falschen Zauber loszieht und sich vielleicht auch die Gegner abwechseln mit den Resistenzen, ja, das kennt man ja auch aus den alten Spielen, wenn man da die höheren Schwierigkeitsgrade besucht, dann war halt schon mal irgendwie hier einer, der hat war Feuerimmun und da war der nächste Frost. Wenn man da die Möglichkeit hat, sich auch individuell darauf einzustellen, das ist sicherlich angenehm.
Aber es macht mich jetzt schon wirklich total an. Ich freue mich schon auf das Endprodukt. Ist ja nicht mehr so lang hin. Ich hoffe ja darauf, dass in Bezug auf die Fertigkeiten noch ein bisschen was mehr Flexibilität da ist. Ich habe immer die Diablo-Teile auch deshalb, weil man unterschiedliche Fertigkeiten, unterschiedliche Skillungen machen konnte, immer neue Sachen ausprobieren. Jetzt im Augenblick ist man ein bisschen begrenzt. Ja, aber am 15. Mai, da darfst du dich austoben. Ja, und ausprobieren war halt immer so eine Sache, ne? Dadurch, dass man am Anfang nicht umskillen konnte und quasi das schlucken musste, was man da gewählt hat im Talentbaum. Das war schon ziemlich hart. Wenn du da mal was anderes ausprobieren wolltest, musstest du ja zwangsweise von vorne anfangen. Da du mich ja auch kennst, weißt du, dass allein schon ein, zwei Punkte an der falschen Stelle dann auch dazu mal bewegt, um einen komplett neuen Charakter zu spielen. I don't have enough spirit. Oho. Stufe 4. Ich sehe schon wieder, ich bin der schlechteste von allen. Jetzt kann ich auch Zombie hochschwimmen. Drei Stück, die mir auf Schritt und Tritt folgen. Ah, cool. Oh. Sehr baufällig hier. Eigentlich sind so Pet-Klassen überhaupt nicht mein Ding. Das waren immer die, die ich bei Diablo 2 am wenigsten gespielt habe. Ah, aber man sieht schon sehr gut vom Gefühl her, dass sich die Stärke der Gegner auf jeden Fall an die Anzahl der Spieler anpasst. Die halten doch schon deutlich länger aus als zum Zeitpunkt, wo ich allein hier unterwegs war. Ich will auch schon deinen Hunde braten. Schön. Ich habe schon so richtig Bedenken, dass dann jetzt D3 mein neues WoW wird. Ja, das ja, Sammeln, Jagen, Sammeln, Sammeln, so Jagen. So wahnsinnig viel Zeit wird man da nicht drin investieren müssen. Aber so gediegene Sessions mit Kumpels zusammen. Ja, aber ich bin ja so ein stumpfer Typ, weißt du? Also für mich darf es ja auch immer so im Kreis rumgehen. Also den ganzen Tag PvP und dann wieder von vorn. Weiß einer schon, was über das PvP, das jetzt noch nachträglich kommt? Oder wie das eigentlich gedacht war? Überhaupt nicht. Da würdest du mich aufklären. Ja, nee, das interessiert mich ja selber. Ich hab, mein Verstand war, dass es eher so als einer Bonus hier zwischendurch sein soll, dass man so ein paar kleine Kämpfe gegeneinander macht. 4 gegen 4 Teams oder 3 gegen 3. Mehr war aber bei PvP in Diablo noch nie gewesen. Es war nicht so ausgeprägt wie jetzt zum Beispiel die Arena-Kämpfe in WoW. Das hat mich auch noch nie wirklich interessiert. Also dafür ist auch dieses Hack-and-Slay-Prinzip. Das ist einfach eine Geschichte, die spiele ich gerne mit Leuten. Da jetzt irgendwie gegen andere zu spielen, da habe ich eigentlich überhaupt keine Lust zu. Mhm. Vielleicht kriegt es mich noch, keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall austesten. Wir können uns ja jetzt auch erstmal in aller Ruhe wirklich auf die Kampagne, auf die Koop-Geschichte stürzen, weil es kommt ja nicht erstmal. Es wird ja nachgeliefert. Eigentlich auch schon krass, wie lange das Spiel in der Entwicklung ist. Dass sie jetzt halt, ich meine, das kann auch wirklich eigentlich nur Blizzard sich leisten oder dann auch nicht das so durchziehen. Dass sie halt einfach sagen, es ist nicht so gut, wie wir denken und dann lassen wir es halt raus. Dann liefern wir es halt später. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn sie es nicht hinkriegen, das komplett rund zu machen, dass sie es dann komplett wecken würden. Dass sie dann einfach sagen, okay Leute, es ist einfach nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ich meine, die haben schon ein relativ fast fertiges WoW-Adventure oder Warcraft-Adventure abgeschossen und StarCraft was weiß Ghost. Ich, wie viele. Ja, StarCraft Ghost, genau, da habe ich mich tierisch drauf gefreut. Das sah geil aus, das hat sich geil angehört.
Und ich möchte nicht wissen, wie viele Projekte, die nicht ans Tageslicht in die Öffentlichkeit gekommen sind. Oder StarCraft für Super Nintendo. Ja, also die haben da echt haben da keine Gefangenen. Wenn sie nicht zufrieden sind, dann ist das halt so. Kommt's nicht auf den Markt. Wo man sagen muss, Blizzard kann sich das auf jeden Fall leisten mit ihrem Status, aber es gibt auch andere Spiele wieder einstellen, da sind sie nicht ganz alleine. Du meinst jetzt gerade, wenn jetzt speziell wenn der neue Landwirtschaftssimulator rauskommt, der ist dann jetzt ganz so gut. Oh, sehr schön. Jetzt kriege ich hier eine Nachricht, die von Jens ausgelöst wurde. Und ich habe jetzt 53 Sekunden Zeit, diese anzunehmen, um dann mich zu ihm zu teleportieren. Ja, ich auch. Und ich akzeptiere natürlich. Ja, jetzt haben wir natürlich die oberste Ebene noch nicht ganz fertig. Richtig, Erfahrungspunkte sammelt man ja auch erst wieder ganz am Schluss. Deckard Cain. Ein alter Mann. Skeleton Cain? Der wird hier von diesen verfolgt und jetzt irgendwie wahrscheinlich zur Seite. Ist das nicht der Vater des Vorbosses vom ersten Teil? Ich bin dein Vater. Hey, I will save you! Also was mich jetzt auf jeden Fall schon sehr begeistert hat, wie einfach das alles funktioniert. Also wenn ich bedenke, wie meine ersten Diablo 2 und Diablo Versuche waren, nach Netzwerk im LAN mit Freunden irgendwie versuchen sich gegenseitig zu finden, das ja war nicht immer einfach. Und jetzt hier einfach denjenigen in die Freundesliste holen mit dem Battletech oder die E-Mail-Adresse. Den in die Gruppe einladen, Spiel starten, schwuppdiwupp ist man drin, es läuft smooth. Keine Ruckler. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Allerdings ist sie nicht ganz so chillig wie damals. Findest du nicht? Früher konnte ich noch ohne Probleme mit meinem Totenbeschwörer während des Spiels noch mir die Zigaretten drehen. Uncle, you're alive. Also das war ja noch zu den Zeiten, als man dann so mit Level 65, 75 über Stunden ein Level hochgelevelt hat und jeder Tod natürlich auch bestraft wurde durch 5-10% Erfahrungspunkte Abzug. Das tat richtig weh. User joined your channel. Hallo, wir haben gerade einen Gast hier in unsere Ninjas on Tour Session bekommen. Bestimmt der Drakun. Oh, hi, oh, sorry. Macht gar nichts. Raus. Wir spielen gerade Diablo 3. Oh. Und? Super. Funktioniert ja gut, wir haben uns direkt gefunden. Das Spiel ist ohne Probleme gestartet. Ist so richtig geil, so für zwischendurch. So Schnetzeln, Sammeln, Aufleveln, noch mehr Schnetzeln, zwischendurch was geschnetzeltes Essen. Dem Hagi geht schon einer ab. Also, großartig. Oh, hier sehe ich, dass der Händler tatsächlich eine Waffe. Es gibt ja nichts Vergleichbares irgendwie auf dem Markt, außer, ja, ich meine, es kommt der Torchlight. I've dug up some new things for you to take a look at. From the east shall come a monarch whose rule begins. So. Seid ihr jetzt auch zum Event eingeladen worden? Nein. Nein. Du bist schon vorgedackelt, ja? Aber ich warte auf euch. Oh, übel Vergegenstand. Ich
lauf jetzt einfach mal im Kasten hinterher. Ah, genau, dem Schmied hier zur Seite stehen, damit er uns nachher auch zur Seite steht und uns immer schöne Items zusammenbaut. So. War mein defensiver Skill, alles in eingefroren. Ja, so ein bisschen wie eine Frostnova vom Magier in World of Warcraft. Oh, super. Was habt ihr an defensiven? Ich habe einen Blind, damit kann ich die Gegner kurzzeitig orientierungslos machen. Bei mir sind es die Köter. Ich habe ja keine. Ich habe viel gekotzt im Spiel. Und eingefroren. Was hast du keine Hagel? Ich habe ja keinerlei Erinnerung an Diablo 2. Wie war das da im Erzählstil? War das alles mit Texteinblendung, oder? Da gab es eine Story. Deswegen frage ich euch ja. Ja, Sprechblasen gab es da. Ah, okay. Aber es gab nicht viel Text, den ich irgendwie erzählt hätte. Okay. Das finde ich schön hier immer. Sprachausgabe. Immer mit diesem schottischen und irischen Akzent. Du hast einen schönen Dolch bekommen. Das gefällt mir sehr gut. Oh, ich habe Schuhe bekommen. Und ich hoffe, ihr habt männlichen Zauberer spiele. Und ich hoffe, ihr habt auch noch keine blauen Sachen verkauft. Die kann man nämlich jetzt nachher, wir haben ja dem Schmied jetzt geholfen. Doch, habe ich eine verkauft. Nein! Ja. Kannst du nämlich nachher vom Schmied quasi in verschiedene Materialien entzaubern lassen, ja, oder zerlegen lassen, genau, zerlegen. Und diese Sachen brauchst du dann, um dir neuen Kram an den brauchen zu können. Dafür, du kannst den quasi upgraden mit Gold. Okay. Und wenn du den upgradest, kriegst du halt immer neue Rezepte. Und das muss ich echt sagen, bisher in der Beta sind die Sachen, die man sich dort herstellen kann, richtig gut. Also, da kann so der normale Loot in den meisten Fällen absolut nicht mithalten. Das sind richtig gute Sachen. Und da lohnt es sich auf jeden Fall ein bisschen was an Geld in den Schmied zu stecken. Oh, hier haben wir das erste Mal schon so eine Gruppe von stärkeren Gegnern. Blaue Grotesken. Ach, neues Achievement. Co-op Elite Skills. Ja, das hat Blizzard natürlich gemerkt, dass die Achievements gut ankommen und man deswegen für jeden Scheiß Achievements bekommt. Das funktioniert nicht nur bei World of Warcraft, das funktioniert auch bei Diablo 3. Aber ich habe ja noch ein paar blaue Gegenstände, sehe ich gerade hier. Ja, auf jeden Fall nicht verkaufen. Das sind so Sachen, da sollte man vielleicht drüber nachdenken, die wirklich zerlegen zu lassen. Mhm. Die normalen weißen Items, die du bekommst, die kannst du nicht zerlegen lassen. Die bieten sich wirklich für den Verkauf an. Ist auch nicht neu die Idee, es gibt auch in anderen Spielen die Einschränkung, dass man nur magische Waffen dann irgendwie zerlegen oder entzaubern kann. Mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber gibt es. Ah, der Mönch ist super! Ja, es sieht aus, als ob du sehr gut vorne wegschnetzelst. Also, ich habe ja in meiner ganzen MMO-Zeit nie groß Melee-Klassen gespielt, sondern eigentlich immer nur. So Caster, alles macht so Laune. Oh, und schon wieder ein Level up. Ah, und ich habe einen neuen Skill. Gleich mal gucken. Was habe ich da bekommen? Aha, eine Rune. Carsten, Entschuldigung. du kannst sicher was über die Runen erzählen, oder? Ja, du kannst ja jetzt gerade an dem Beispiel
Ja, an dem Beispiel zeigen, dass du da gerade bekommen hast, Runen, das müsste eine Verstärkung für eine Fähigkeit von dir gewesen sein. Sprich, du kannst eine Fähigkeit, die du bereits besitzt, kannst du, ja, Boni geben. Was ist das jetzt in deinem Fall, was du da auswählen kannst? Ja, ich meine, hier steht zwar, dass ich was habe, aber ich kann da jetzt nichts sehen, dass ich da jetzt eine Rune einsetzen kann. Was müsstest du, wenn du jetzt bei S, ja, also Fertigkeitenfenster, müsstest jetzt entweder da habe ich Bounding Light, da habe ich's. Bounding Light, okay. Zu der Fist of Thunder. Und was macht die jetzt? Ja, nach jedem dritten Schlag gibt es einen Kettenblitz, der dann die Gegner zurückschlägt. Genau, richtig. Das heißt, dein Standardangriff, den du jetzt die ganze Zeit immer benutzt, der haut halt zwischendurch dann immer mal wieder einen Kettenblitz raus. Ja, also geil, lass uns gleich ein paar Leute verprügeln. Ordentliche Verstärkung für deinen Angriff. Man kann halt, ich glaube, immer nur eine Rune auswählen. Das heißt, man muss sich dann auch entscheiden, welche Fähigkeit man mit welcher. Ah, da war auch gerade, da kommt er. Ja, geht ein bisschen ins Blitzschlaggewitter runter. Aber das ist jetzt auch schon mit drei Mitspielern, ist jetzt schon was los auf dem Bildschirm. Ja, super. Arme aus dem Boden, Spinnen kreuchen über den Weg, überall. Ich weiß gar nicht, was euch gehört oder mir gehört, es ist aber egal, es ist cool. Mein erster Killstreak. Hast du da auch ein Achievement für bekommen? Nein, aber dafür gibt es extra Erfahrungspunkte. War jetzt ein 23er Killstreak mit ein paar Pünktchen Erfahrung extra oben drauf. Genau, das finde ich auch sehr, sehr nett. Wenn man besonders effizient und besonders vielen Kombos oder Angriffen hintereinander die Gegner schnetzelt, dann gibt es halt diese Erfahrungsboni. Ja, jetzt habe ich auch eine Rune bekommen, wo ich genauso schlau bin wie Harry. Was macht man damit? Genauso machen, wie es der Carsten gerade gesagt hat. Schauen, wo für welche. Also wahrscheinlich hast du es ja für deine primäre Attacke bekommen. Und wenn du es aufmachst in der zweiten Reihe, da steht erst dran keine Rune und dann gleich rechts davon die anklicken. Ach so. Ja, das habe ich am Anfang auch nicht gekraft. Also man hat jetzt nicht eine Rune, die man ein einziges Mal einsetzen kann, sondern das ist eine Modifizierung des Angriffs. Genau. Genau, richtig. Meine sorgt zum Beispiel dafür, dass ich jetzt nicht nur einen Giftpfeil auf einen Gegner schieße, sondern gleich mehrere. Gut, meiner erhöht einfach den Schaden, was auch nicht schlecht ist. Sieht auch ein bisschen anders aus. Insgesamt drei Pfeile sind es jetzt. Einzige Einschränkung, die halt bei diesem ganzen Wechseln von Fähigkeiten und Verstärkung von den Runen und so weiter ist, dass dann halt auf die Fähigkeit eine kurze Abklingzeit ist. Das heißt, man muss dann halt ein paar Sekunden warten, bis man die Fähigkeit dann einsetzen kann. Aber das ist so kurz, das fällt eigentlich gar nicht ins Gewicht. Items. Ja, ich hab's geschafft, ein 27er. Huggy, ich habe hier noch eine neue Nahkampfwaffe. Mhm. Die hau ich dir mal kurz raus. Danke. Oh Mann, ich laufe hier immer noch halbnackt durch die Gegend. Ja, da muss ich mal was tun. Carsten, du hast doch eine Armbrust, oder?
Nein, okay. Ich habe Giftpfeile, ich brauche keine Armbrust. Okay, alles klar. Weil du gerade was mit Pfeilen erwähnt hast, deswegen habe ich gedacht. Na, ich bin item-technisch jetzt ausrüstungsgut gestellt. Weiter geht's. Ich merke auf jeden Fall, jetzt in der Dreiergruppe und mit dem neuen Patch macht der Magier deutlich weniger Schaden. Haut nicht jedes Mal alles um, was vor ihm steht. Also balance-technisch okay jetzt, oder? Ein kleines bisschen als Herausforderung als vorher. Vorher war es wirklich sehr, sehr still. Wenn du mit Jens zusammenspielst, musst du eh damit rechnen, dass er meistens zuerst eine Klasse nimmt, die er gar nicht dann mag, mit der er nicht zurechtkommt oder die viel zu wenig Schaden macht. Und dann heult er so lange rum, bis wir von vorne anfangen. Und wenn er dann komplett den Bildschirm alleine cleart, dann siehst du ihn nur noch hämisch lachend von uns weglaufen. Das hatten wir mal bei Titan, wo er mit seinem Magier komplette Bildschirme alleine gecleart hat. Und Kumpel von uns und meiner einer, wir sind dann halt irgendwie mit den Resten kaum klar gekommen, die dann noch so halb gelebt haben. Ja, das war von der Balance her irgendwie sehr merkwürdig. Aber Jens war zufrieden, das ist ja die Hauptsache. Ja. Man muss aber auch sagen, ich habe auch immer Glück, dass ich immer die schlechteste Klasse erwische. Genauso wie jetzt, wie bei Dungeon Defenders, wo ich ja auch überhaupt nichts reiß. Ja, genau. Das ist so schön. Hagi, stell dir mal vor, ja, dass du jemanden hast, der sich die ganze Zeit über die Türme, über die Defensivmöglichkeiten, die er ein Dungeon Defender hat, ja, beschwert, weil die alle zu schwach sind. Und dann gucken wir endlich mal in die Stats, die man sich da anschauen ja. kann. Und sieht dann, dass er wegen seinen Türmen mit 400 Kills führt und der zweite hat gerade mal 80. Oh je. Das ist Jens, wie er leibt und lebt. Wir müssen da mal in der Runde Battlefield nochmal drüber sprechen. Oh ja. Ihm ein bisschen C4 zustecken. Aber erstmal geht das lustige Schnetzeln hier weiter. Ich habe nur noch einen Köter, dann hole ich mir doch mal drei neue. Jetzt müssen wir hier die richtige Krypta finden. Das kennt man aus dem zweiten Akt von Diablo 2. Den richtigen Eingang finden. Gehen wir erstmal hier unten rein. Ich glaube, es ist immer der dritte. Ich habe jetzt noch nie im ersten geschafft. Oh, was ich sehr nett finde. Diese Buff-Anzeige, die man durch die ja, Standarten oder was das ist, die hier immer rumstehen, die kann man ja auch schon aus den Vorgängern, dass man die benutzen kann. Und ich habe jetzt zum Beispiel durch einen von diesen Standarten einen Buff bekommen, gesegnet heißt der geht 45 Sekunden. Und in der Zeit erleide ich jetzt immer weniger Angriff durch, weniger Schaden. Den habe ich auch bekommen. Ah, sehr schön. Dann wird der auch nicht verbraucht und den anderen weggeschnappt, sondern ja, jeder kann den benutzen. Oh, was davon. Kleine Bosse. Ich brauche mehr Mana. Oh, wieder ein kleiner Killstreak. Ein 12er. Kommt hier unten klar. Ich bin nämlich jetzt aus Versehen oben langsam gegangen, weil ich wusste, dass hier eine Sackgasse ist. Solange Huggy neben mir steht, ist alles wunderbar. Geht voll ab. Geht voll ab. Ah, hier ist so ein Goblin. Das ist auch sehr nett. Ich kämpfe hier gerade gegen einen Schatzsucher, heißt der. Der hat einen riesigen Beutel auf dem Rücken. Und der läuft jetzt die ganze Zeit vor mir weg. Und wenn ich zu lange brauche, um ihn zu erledigen, dann wird er mit diesem Beutel durch ein Portal verschwinden. Das beschwört er auch gerade. Ich jetzt hier alleine lang. Ja, jetzt ist er verschwunden. Ich habe ihm zwar ein bisschen Gold abnehmen können durch meine Angriffe, aber jetzt die richtig krassen Sachen, die er Beutel hat, die er plötzlich war. Wenn man den dann eben rechtzeitig erledigt, dann winken eben genau diese Sachen. Und da ist öfters auch ein magisches Item mit dabei. Das lohnt sich also schon, diesen Schatzsucher auf die Pelle zu rücken. Was mir so gerade auffällt, also ich mache im Augenblick
4 Damage mit meinen Angriffen, sowohl E wie auch auf ein Ziel. Ich weiß nicht, wie viel ihr macht, mal zum Vergleich. Keine Ahnung. Wo hast du das nachgeguckt? Das kann man in Optionen oder Gameplay einstellen, dass man die Schadenszahlen sieht. Soll ich das jetzt auch mal umstellen, oder? Wenn ihr das möchtet, könnt ihr das gerne tun. Ich finde es ganz angenehm. Oh, hier ja, sehe ich jetzt, wo ihr gucke ich immer nur auf Zahlen und nicht auf das Spiel. Ich hab dir ja sogar noch was am Leben gelassen. Ja, wir sind ja zu dir gekommen. Wir haben gehört, da ist was gefallen, gedroppt. Alles stehen und liegen kommen sofort zu dir zum Helfen. Oh, ich bin alleine voll einsammeln musst. Und ich kann noch gar kein Stadtportal. I'm carrying too much. Inventory full. Kommt ihr? Ja. Muss mal ein paar Sachen verkaufen. Sprungflug der Verfluchte. Das dürfte ein random Boss sein oder sowas. So einen gelben Gegner hatte ich nämlich bisher, glaube ich, noch nicht. Er läuft da. Lederwams des Bären. Kann ich alles nicht tragen. Muss ich erst was rauswerfen? Ein zweiter magischer Bogen. Auch ein paar Sachen rausschmeißen. Man kann natürlich auch in seiner Kiste, die in der Stadt steht, Dinge einlagern, die dann für alle Charaktere verfügbar. Alle Charaktere des Accounts. Nicht der Gruppe. Denke ich mal. Ah, sehr schön. Jetzt können wir hier vom Ende der Krypta wieder zum Eingang uns teleportieren lassen. Ich glaube, der Hagi hat noch ein Organisationsproblem. Ja, aber ich bin schon unterwegs. Wir können ja auch einfach mal kurz in die Stadt. Das mache ich nämlich, ja, und verkaufe mal den ganzen Unsinn.